Besonders diejenigen unter euch, die finden, dass ihr Körper nicht ausreichend integriert ist. Integrated enough. Such people should walk barefoot. Solche Menschen sollten barfuß gehen. Die wichtigsten Punkte in deinem Körper müssen in Kontakt mit der Erde sein. Für jemanden, der sich in einem spirituellen Sadhana befindet, besonders an diesen Tagen. Was auf dem Planeten verfügbar ist, ist phänomenal. Namaskaram Sadhguru. Namaskaram Sadhguru. Welche Bedeutung hat es, barfuß zu gehen? Und gibt es einen zusätzlichen körperlichen und spirituellen Nutzen, wenn man an Amavasya und Shivaratri barfuß läuft? Kürzlich sagte jemand, gerade vor einer Woche oder vor 10 Tagen wurde das veröffentlicht. This was published because weil M.F. Hussein gestorben ist. Wisst ihr davon? Ihr wisst, M.F. Hussein, der Künstler, ist gestorben. In einem seiner letzten Interviews, das er mit einem berühmten oder wohlbekannten Moderator in diesem Land führte, Hussein starb in London. Im Alter von 92. Er blieb sehr aktiv und dynamisch bis zum letzten Tag. Was ist also das Geheimnis? Ich glaube, dieses Interview wurde gerade mal 3 Monate vor seinem Tod aufgenommen. Was ist das Geheimnis für dein langes Leben, deine Energie und Gesundheit? Er sagte nur 2 Dinge. Eat less, walk barefoot. Weniger essen, barfuß laufen. Wusstet ihr, dass das ein Problem mit ihm war? Es gab viele Kontroversen, bei denen er barfuß nicht in bestimmte Elite-Clubs gelassen wurde. Aber er hat immer darauf bestanden, dass er barfuß geht. Für ihn war das also das Rezept, dass er für ein langes und gesundes Leben gab. Weniger essen, barfuß laufen. Es war sehr amüsant für mich, ihn das sagen zu hören. Derzeit wird in den Vereinigten Staaten eine neue Art von Schuhen sehr populär, die man barfuß nennt. Which is called as barefoot. Wo die Schuhe gemacht sind mit, du weißt schon, genau wie die Füße, sehr dünn, aus einem speziellen synthetischen Material, das einem das Gefühl gibt, barfuß zu laufen, ohne dass es sich wie eine dicke Sohle anfühlt. Beinahe barfuß. Für Laufschuhe, Kletterschuhe, normale Straßenschuhe, alle Arten genannt barfuß. Es ist schön, dass du diese Frage gerade jetzt stellst. Was ist also die Bedeutung von barfuß? Vor allem diejenigen unter euch, die finden, dass ihr Körper nicht ausreichend integriert ist. Integrated enough. Dass er euch ständig Probleme bereitet, solche Menschen sollten barfuß laufen. Es wäre schön, wenn du kriechen könntest. Mehr Kontakt, meine ich. Das ist der Grund, warum man sich niederwirft. Was meinst du? Ist der Sinn davon, ein Bad im Tempelbecken zu nehmen und sich dann niederzuwerfen? Inside. Im Inneren, Erde, alles in deinem Körper kommt in Berührung. Das ist, was Sashtang bedeutet, dass die wichtigsten Punkte in deinem Körper in Kontakt mit der Erde sein müssen. Für jemanden, der sich in einem spirituellen Sadhana befindet, besonders an diesen Tagen, Shivaratri, Amavasya und der Tag danach, an diesen 3 Tagen, was da auf dem Planeten verfügbar ist, ist phänomenal. Und es ist auch eine Erinnerung für dich, dein Sadhana zu intensivieren. An diesem Tag sollte man sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, die sich bietet. An diesem Tag also barfuß laufen. Jeden Tag gibt es einen Nutzen, aber an diesen Tagen gibt es eine besondere Art von Nutzen, der nicht nur für die körperliche Gesundheit, sondern auch für das spirituelle Wohlbefinden ist.
auch um die notwendige Dynamik im System für eine Aufwärtsbewegung zu schaffen. Du kannst nicht deine Beine abschneiden. Also nur die Schuhe für diese 3 Tage. Es ist gut, das zu tun.